Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Football Manager Let's Play 2015. Ja, weiter geht's heute gegen die Kölner. Wir hatten in der letzten Pressekonferenz gesagt, dass es Rudnevs keinen guten Tag hatte. Hat er auch nicht gehabt. Holpi hat das Training wieder aufgenommen, das ist sehr schön. Und Kim Dong-soo ist gleich verletzt. Ja, das ist. Ja, wechseln sich schön ab irgendwie. Ja, da wir ihn nicht brauchen, Physio halt. Und Köln, ja, haben verloren, dann unentschieden. Dann, warum ist das X hier so? WTF? Ach so, stimmt ja. Torloses Unentschieden, ja gut. Also die haben keinen guten Lauf gerade. Die haben noch gar nicht gewonnen in der Liga. Könnte uns vielleicht zugutekommen. Sonst, ja, dann machen wir mal das Attacking Movement. Eigentlich klappt das gut bei uns aktuell, aber man kann ja nie wissen. Wenn man den Fokus halt darauf legt, dann kann das ja schon ein bisschen besser werden. So, was haben wir denn im Team der Woche? Der Heiko Westermann und der Rafa, der Van der Vaart, ist drinne. Das sind die einzigen beiden Spieler. Mit Heikos wunderschönem Volley in der letzten Folge kein großes Wunder irgendwie. Ich bin mal gespannt, was die Kölner so aufbieten werden. Das ist unsere aktuelle Verletzungsliste hier. Jansen wird noch 4 bis 8 Tage ausfallen. Beister noch 8 Tage bis 2 Wochen. Kim Dong-soo knapp 2 Wochen und Soltan Stieber 4 bis 7 Tage. Die Pressekonferenz lassen wir mal unseren Kollegen Co-Trainer machen. Danach wird es noch gegen Dortmund gehen. Das könnte hart werden. Wie steht Dortmund eigentlich aktuell da? Wir können ja mal einen Blick auf die Tabelle werfen. Naja, wir sind momentan noch über Dortmund. Platz 10 haben sie. 2 Mal unentschieden, einmal Sieg, einmal Niederlage. Köln auf Platz 15. Mit, boah, die haben 4 Tore gegen Augsburg kassiert. Autsch. Autsch, aber gut. So. Ja, brauchen wir nicht. Und Guillermo, ist das der? Ja. Na gut, das interessiert uns nicht wirklich. Na gut. Wie stellen wir denn auf? Köln, was werden die denn wohl spielen? Schauen wir mal an. 4-5-1. Osako vorne wahrscheinlich. Aber der hat aber echt nice Stats. Ich mal scouten. Ja, den werden sie wohl schnell schicken. Meistens dann. 4-5-1. Ja, was können wir. Spielen wir da wieder ein 4-2-1? Ich glaube ja. Gigiachi wird mal reinkommen, aber nicht in der Startelf. Dafür wird Holtby reinkommen. Der den Achter da macht. Mal schauen, ob es klappt. Sonst kann man das ja eigentlich alles so lassen, weil es hat ja super funktioniert gegen Bremen und gegen. Hertha. Dicky ist unglücklich. Ach, der Junge, ne? Bin ich damit zufrieden? Ja, muss passen. Gut. Na, spielen laut unserem Scout vielleicht doch 4-4-1-1. Werden wir gleich die endgültige Aufstellung sehen. Hier nochmal kurz die Tabelle. Wir könnten auf Platz 3 rutschen. Bei einem Sieg. Und sie spielen wirklich 4-4-1-1. Ja, Halver, Osako, Peschko, Leonardo. Mavrai und Marot hinten. Ja, das wird schon irgendwie klappen. Wundert mich ein bisschen, dass sie Wimmer nicht reingepackt haben. Beziehungsweise er nicht spielt. Was sagt unser Co-Trainer? Osako, ja, braucht man, glaube ich, nicht ins Tight Marking nehmen. Da muss man halt nur aufpassen. Und das Tackling würde ich eigentlich doch nicht gerne hart machen, sondern eher normal. Aber Closing Down würde ich gerne machen. Peschko auch. Die Außenverteidiger wieder auf dem Weak Foot, also auf den schwachen Fuß bringen, damit die nicht reinflanken können. Und Yannick Gerhardt möchte ich gerne, dass man den hart rannimmt. Auch so eine passt das schon. Was sagen wir denn? Es ist ein bisschen schwer, aber eigentlich. Was kann man denn da so schön sagen? Momentan sollten wir einen guten Run haben. Okay, Green hat keinen Bock zuzuhören. Sagen wir mal. Naja, gut, nimmt er nicht an. Unsere Abwehr sagen wir wieder, dass wir in die Vertrauen haben. Dicky hört mal wieder nicht zu. Wie sollte es auch anders sein? Und Rudi, in ihn haben wir auch Vertrauen. Los geht's. Gegen Köln. Ich glaube, der 5. Spieltag müsste es sein. Bin mal gespannt, was hier so bei rauskommt. Auswärts. Van der Vaart ist nicht komplett fit, sehen wir gerade, aber das müsste ja locker
durchhalten bis zur 80. Minute. Läuft ja auch in unserem System nicht so viel. So, erste Szene von der Fahrt und wird gefoult. Kein Elfmeter. Diekmeyer muss jetzt mal eine schöne Flanke reinbringen oder halt einen guten Pass. Das war gut. Rudnevs. Oh, der geht fast in die Wolken. Aber der war geklärt von, wird wahrscheinlich, hier, wie heißt der nochmal? Mir fällt gerade der Name nicht an. Wie heißt denn nochmal der Keeper bei denen? Mensch. Ach, mir fällt der Name überhaupt nicht ein. Ich weiß, wer es ist, definitiv. Ja, Timo Horn natürlich, ja klar. Ja. Ja, die Namen ne, manchmal. Ja, Van der Vaart hat einen Schlag abbekommen und muss jetzt sogar raus. Geil. Gut, also nicht gut, aber. Ich glaube, ich werfe Gigiarchi einfach mal ins kalte Wasser rein. Und hoffe, dass er hier Leistung zeigt. Raupe geht dann auf die 10. Gigiarchi macht die 8. Vielleicht überrascht er mich ja. Jetzt hat erstmal Köln eine Chance über Brečko. Das wäre nicht so schön, wenn wir jetzt hier ein Gegentor kassieren. Oh, das macht er stark. Peschko. Und Chigiachi raus, das Ding. Da steht Rudi. Gut mitgenommen. Sehr gut sogar mitgenommen. Unten steht leider keiner. Und der war aber richtig fies gefoult. Also da kann man ruhig mal mindestens gelb geben. Und es gibt, ich glaube sogar rot, oder? Ja, es gibt die rote Karte für Janne Gerhardt. Das ist sehr schön. Nach 15 Minuten in Überzahl. Gerade den Spieler, den wir schon provoziert haben durch die harten Tacklings von uns selber. Das hat sich ausgezahlt. Ah, Scher muss aufpassen jetzt. Wir haben die nächste Szene. Rudi kommt nicht ran. Gigerci. Ah, Holpi nicht stark. Aber gut nachgesetzt. Und Green. Jetzt kann er. Oh, schade. Lattenkreuz nur getroffen. Aber wir haben die Chancen. Offensiv ist das wieder gut. Oh, Rudi hat sich einen Schlag abgeholt. Aber der soll ruhig mal noch draufbleiben. Auch wenn ich jetzt keine Angst hätte, Lasogga zu bringen. Wobei Rudnevs momentan so einen guten Lauf hat, das ist unglaublich. Langsam könnte wirklich mal das Führungstor kommen. Wir müssen halt unsere Chancen mal nutzen. Holtby momentan noch nicht wirklich gut im Spiel. Muss halt das Spiel so ein bisschen an sich reißen als Zehner. Das hat Van der Vaart bisher gut gemacht in dieser Saison. Macht Holtby bisher jetzt nicht so stark. Bayrami ebenfalls die gelbe abgeholt. Und jetzt gibt es nochmal einen Freistoß für Köln. Los aufpassen, da Bayrami. Das wäre nicht so schön. Eine rote Karte in dieser Saison haben wir ja schon von Arslan. Oh, das war stark gespielt. Ja, leider nicht zu stark. Scher macht es gut. Und jetzt kann es schnell gehen. Komm, Green, hopp. Nach vorne, hopp. Unten ist Müller. Und er läuft einfach in den Gegner. Ja, da hat Matuschik natürlich keine großen Sorgen. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir gleich eine gelb-rote Karte kassieren. Irgendwie gehen Scher und Bayrami da mir ein bisschen zu hart ran. Leonardo auf der linken Seite jetzt mal hat die Seiten mit Peschko getauscht. Da ist der Weg perfekt frei. Und Westermann, was macht der denn da? Uiuiuiui, das ist knapp. Oh, da wäre Adler beinahe besiegt worden. Also ich glaube mal, dass es Westermann war. Sah jetzt jedenfalls auf die Stelle so aus. Es bleibt beim 0 zu 0 zur Halbzeit. Wir müssen dem mal ein bisschen klar machen, dass wir hier gewinnen wollen. Wieder Diki und Green, genauso wie am Anfang. Abwehr. Die haben gerade nicht wirklich ein Ohr für mich. Das liegt halt auch an meinen nicht so guten Stats. So, und Rudi sagen wir, dass er noch besser werden kann, genauso wie Holtby. Dann wird das schon. Gigiarchi bisher unauffällig, das muss nichts Schlechtes heißen. Wenn es jetzt länger so bleibt, oh, Leonardo hat sich verletzt. Sorry. Dann werde ich mal Lasogga bringen. Und vielleicht auch Hopi austauschen. Momentan scheint es so, ja, dann werde ich mal Lasogga reinbringen. Hopi, aber wir haben halt keinen weiteren Zehner. Green könnte. Ah, dafür fehlt uns dann der LM. Lasse ich erstmal so und Lasogga sage ich, dass er jetzt den Unterschied machen kann. Okay, kann ich leider nicht, aber das klingt auch gut, auch wenn er jetzt schon wieder Look to Switch auf hat. Oh Gott, ey. Es wäre schon ein bisschen bitter. Zeig mal die Stats jetzt hier. No, wir haben gar nicht mal so einen Überschuss. Wir hatten zwar die qualitativ beste Chance bisher, dieser Rudnevs-Schuss, aber viel ist das nicht. Ich werde mal auf Attacking gehen. Ich möchte dieses Spiel gerne gewinnen. Für die letzten 18 Minuten kann das vielleicht noch was werden. Obi mittlerweile auch gelb vorbelastet.
Das kann doch nicht sein, dass wir hier nur 0 zu 0 spielen. Was kann Jiříček eigentlich alles spielen? Der könnte sogar. Einfach mal probieren. Ja, einfach mal probieren. Vielleicht wird es ja irgendwie. Bei Chigerchi, das glaube ich auch kann. Ja, nicht so gut. Passt schon. Wäre lustig, wenn jetzt Jiříček das Ding macht. Das wäre so typisch irgendwie. Mal schauen. Jetzt gibt es erstmal eine Szene. Adler, komm. Ach, Jiříček, da ist er gleich. Qualität leider das Kopfballduell. Kann irgendwie den Ball reinbringen da. Das war gut. Matuschik. Und da steht zum Glück nur Berami. Gut. Jiříček. Oh, schade, kommt nicht ran. Diekmeyer. Müller, komm, jetzt. Oh, da wurde aber von den Füßen geholt von Matuschik. Aber war natürlich alles fair. Wo ist die Lücke? Wo ist die Lücke? Green, oh! Alter! Oh, trifft zum zweiten Mal in diesem Spiel das Lattenkreuz, dieses Mal das rechte. Ganz, ganz bitter. Oh, Mist. Und das war's. 0 zu 0 gegen Köln. Eieiei, oh, dieser Schuss. Der hätte ruhig mal reingehen können. Und ganz ehrlich, das war schon enttäuschend. Gegen einen Aufsteiger muss man halt gewinnen, wenn man halt so eine guten Spiele zuvor hatte. Und waren wir eigentlich, kommen die Stats sagen schon, dass wir scheiße waren. Alleine halt die Ausbeute hier von 11 Schüssen, nur einer aufs Tor davon. Das kann ich ehrlich gesagt nicht gutheißen und das hat nichts mit Pech zu tun, das war einfach nur schlecht. Gut, bis auf Digi sind alle motiviert oder wurden angespornt. Das ist gut. Weil gegen Dortmund kann man sich sowas nicht leisten. Die haben uns jetzt auch überholt. Wäre natürlich gut gewesen, wenn man gerade in diesen Spielen dann sofort die Punkte sammelt. Zumal Köln ja, wie gesagt, auch, oder wie gesehen, halt so lange in Unterzahl war. Das kann eigentlich nicht sein. Also, da hadern wir mit unseren Chancen und zwar sehr, sehr doll. Van der Vaart wird ausfallen. 12 Tage bis 2 Wochen. Und Rudnevs auch. Zeig mal, welches Spiel würde er da verpassen? Wolfsburg, Dortmund. Und wenn es ganz schlimm ist. Nee. Rudi brauche ich eigentlich gegen Dortmund. Oder ich spiele da ein 4-3-3 und lasse Lasogga vorne ran. 10 Tage. 1, 2, 3, 4. Man kann auch einfach die. Oh, das wird aber auch echt knapp, ne? Also gerade so, wenn dann. Ja, lasse ich das, damit er gegen Wolfsburg auflaufen kann und zwar fit. Das ist mir ein bisschen zu riskant. Und dann wird jetzt im nächsten Spiel Lasogga spielen. Wenn dann auch in einem 4-3-3 spielen, damit wir mehr defensive Stabilität haben. So, Lasogga im Sturm. Und Berami hier natürlich auf die 6. Und Arslan kommt dann auch noch rein. Hier für Van der Vaart. Und ja, dann die Verletzung. Das ist echt nicht schön. Das ist echt nicht schön. Überhaupt nicht schön. So, das defensive Stellungsspiel möchte ich natürlich trainieren. 4-4-1-1 wird Dortmund wohl spielen. Ja, Volland haben sie sich ja geholt. Aubameyang und Reus auf den Außen. Das ist saustark. Also, die haben klasse Kader, aber gut, wen wundert's? Magath meint, dass Green ein guter Mann ist. Das ist schön, dass er das sagt. Haben wir aber auch schon selbst herausgefunden. Das Köln-Resultat. Ja, vielleicht, also hoffe ich mal, dass die Mannschaft das als Ansporn benutzt. Wir werden natürlich eine andere Taktik spielen. Ob es eine Überraschung ist, weiß ich nicht. Aber gut, ich habe natürlich ein paar Pläne. Kann man genauso sagen. Und Dortmund, ja, komm, nach 5 Spieltagen, auch von einer Enttäuschung zu reden, ist aber auch ein bisschen, ne? Man muss natürlich Dortmund immer respektieren und das passt dann auch mit der Pressekonferenz. Ach, ist ja wie in echt, ne? Also gut, mittlerweile ist es schon eine extrem enttäuschende Saison in echt für Dortmund. Aber so am Anfang konnte ja keiner wissen. Wo sie dann meinten, ja, richtig enttäuschend nach 6 Spieltagen. Dortmund ist halt auch auf Platz 7 hier gerade. Das ist halt ein bisschen übertrieben. Gut, das passt. Janssen Stieber könnten fürs nächste Spiel dann zurück sein. Ja, müssen wir schauen, ob das gut wird.
Ich habe so ein bisschen Angst. Aber gut. Wer ist denn der Key Player? Mkhitaryan. Ja, wir beide. Es ist ein Spiel um Platz 3 sozusagen fast. Ja, und uns fehlt halt wirklich viel, viel gutes Personal. Und Shinji Kagawa wird wohl ausfallen, aber ganz ehrlich, Dortmund ist keine One-Man-Show. Außer Mkhitaryan ist halt kein schlechter. Was haben sie noch? Aubameyang spielt gar nicht, sondern Blaschikowski. Schmelzer spielt nicht, sondern dafür Erik Dohm. Na gut, na gut. Ja, Tight Marking nicht bei Reus. Dohm wird wahrscheinlich ab und zu flanken wollen. Großkreuz wahrscheinlich auch. Und ja, das wird schon passen dann. Die Einstellungen sind gut. Closing Down mache ich noch bei Volland. Und ja, viel Glück klingt immer so beschissen irgendwie. Okay, ich sage immer viel Glück. Immerhin Diki heute nicht da für Müller. Und Defensive soll bitte sehr stabil stehen. Ja, ich glaube an euch. So, komm, Lasogga vorne, mal schauen, was der heute so reißt. Rudnevs bisher tadellos stark in dieser Saison. Da ist er gleich mal am Ball, war er nicht im Abseits. Geil, in der ersten, nach 8 Sekunden im Abseits stehen, ist natürlich immer gut. Das ist immer gut. Wirklich, ja, sogar super. Aber gut. So, erste Chance. Holpi, lang rein. Leider auch direkt zum Gegner. Das war nicht gut gedeckt. Von Oschodek müsste es da gewesen sein. Ah, Scher. Wenn man jetzt schnell spielt. Müller. Das war ein starkes Tackling. Aber noch haben wir den Ball. Green. Green. Gut gemacht. Lasogga Tor. War es abseits oder war es kein Abseits? Es sah nicht wie abseits aus und es war kein Abseits. Lasogga macht das Ding nach 5 Minuten und 40 Sekunden. Jawohl. Der ist da, wenn man ihn braucht. Das ist schön zu wissen. Arslan hier schön nach vorne und Green wartet richtig gut ab und spielt dann im entscheidenden Moment perfekt zu Lasogga. Gut gemacht. Und frühe Führung ist schön. Jetzt bloß halt auch defensiv stark stehen. Super Pass. Schade, dass Hummels das gut abfängt. Dortmund kann man natürlich nicht einfach jetzt so nach 6 Minuten abschreiben. Die werden jetzt schon richtig pushen nach vorne. Vor allem, wenn Volland da die komplette rechte Seite offen sieht und gut hinspielt. Ach, Randa, komm. Zwei Leute können ihn nicht aufhalten. Westermann und Arslan zum Glück gut gemacht. So, jetzt einen schönen Doppelpass, wenn Green läuft oder Lasogga schicken, weil der jetzt nicht der schnellste ist. Das war stark gemacht. Müller, komm. Links vorbei. Müller kann mit links. Oh Gott. Kann vielleicht doch nicht mit links. Oh. Eieiei, das war ein Schuss, ey. Oh Gott. Also, Schüsschen. Traurig. Ich hab gar nicht die Ergebnisse des letzten Spieltags durchgeguckt. Fällt mir gerade ein, wo ich da rechts um die Ergebnisse reinploppen sehe. Bender. Oh, das war gut gemacht. Mkhitaryan, oh, starker Pass und Volland und Adler. Gute Parade von Adler, dafür haben wir ihn. Lasogga ist kein Konterspieler. Und das zeigt er hier leider auch. Gut gemacht. Schön geklärt. Es sind erst 15 Minuten gespielt. Also da ist schon ordentlich hier Feuer in dieser Partie. Aber wir führen, und das ist unser einziges Ziel aktuell. Aber trotzdem, Dortmund drückt. Das war stark gemacht von Dicky. Zweimal hintereinander stark. Trotzdem Dortmund immer noch im Ballbesitz. Meine Mannschaft macht es jetzt gerade nicht gut. Ziemlich weit hinten. Nur Lasogga vorne. Der müsste da eigentlich auch ein bisschen mitackern. Volland. Mkhitaryan hinterläuft. Guter Pass. Und Adler. Zum Glück aufgepasst. Da hat Scher nicht aufgepasst. Wow. Mach halt kurz. Ah, wieder ein bisschen. Es ist nie ein gutes Anzeichen, so kurz nach einem eigenen Angriff, nach einem gegnerischen Angriff. Das war aber jetzt gut gemacht. Lasogga muss in die Lücke laufen. Ah, den kann Müller nicht spielen. Ah, Robby. Gut. Arslan, komm. Schön. Und Lasogga! 2-0. War es Abseits oder war es kein Abseits? Alter, da stand er schon wieder perfekt. Also, was Lasogga gerade zeigt, ist super. Das ist
Richtig, richtig super. Und er macht einfach mal ein Salto. Da war er schon wieder so knapp an der Abseitslinie. Müssen wir mal schauen. Oh, aber ganz knapp. Aber ganz, ganz knapp. Also da haben wir einen Typen, der sich richtig gut positionieren kann. Sehr schön. 2-0, das hätte ich mir aber auch nicht ausrechnen können. Puh. Vor allem gerade, wo Dortmund so gedrückt hat. Perfekte Zeit halt, das Tor zu machen. Das jetzt auch in die Halbzeitpause retten und dann dürfte eigentlich viel möglich sein. Lasogga sogar mit dem Freistoß. Komm, macht den Hattrick. Oh, trifft nur die Latte. Westermann kommt nicht dran und der Nachschuss von Oschwegg auch nicht. Oh. Scheiße. Das wäre es jetzt gewesen, wenn er sogar noch das dritte gemacht hätte. Ist natürlich jetzt unser Freistoßschütze. Dürfte die besten Werte nach Van der Vaart und irgendeinem anderen haben. Auch oh, komm, Westermann, machen direkt rein. Schade. Haben wir eine Chance. 46. läuft. Diekmeyer schlagt nochmal lang rein. Das ist gut. Müller, nochmal reinpassen. Schade. Schade, schade, schade. So interessant war die Szene jetzt aber nun auch nicht. Also ganz ehrlich, das war bisher perfekt. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass die Jungs jetzt vielleicht ein bisschen selbstzufrieden werden. Deshalb sage ich ihnen das Gleiche, was ich gegen Hertha gesagt habe. Und da hat es eigentlich auch sehr gut funktioniert. Ja, das mag ich nicht. Das kann nämlich auch passieren. Ich habe es ja beim Hertha-Spiel angesprochen. Ja, dann sind sie demotiviert. Und Lasogga kriegt erstmal ein extra Lob. Und ist erstmal verwirrt. Kann ich verstehen. Aber die Jungs werden das schon machen, hoffe ich. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht auf ein Konterspiel setze. Da muss ich mal die Stats anschauen, die wir gerade haben. So im Sinne von Ballbesitz. Dortmund spielt ja auch über Ballbesitz. Aber 50-50 sagt mir, dass ich das lieber nicht machen sollte. So, Mkhitaryan. 46. Minute. Und gut geklärt von Berami. Der hinten sehr viel abräumt. Also das ist super, dass wir den haben. Einer der wichtigsten Spieler bisher in diesen ersten 5 oder 6 Spieltagen. Großkreuz. Und Oschelek, jetzt kann er bald schnell nach vorne kommen. Jetzt muss man ein bisschen schnell sein. Guter Pass von Holtby. Green muss runter. Und wow. Das sah sehr rüpelhaft aus. Momentan übrigens sind wir auf Platz 3. Sagt aber so früh in dieser Phase der Saison natürlich noch nichts aus. Deshalb haben wir oben links oder oben rechts oder unten links, unten rechts auch keine Blitztabelle. Das können wir immer noch machen später. Das kann man nämlich hier unten rechts machen. Erstmal die Szene noch schauen. Das sieht nicht gut aus. Volland! Ich zeige euch das mal ganz kurz. Wir können hier unten nämlich ein paar Statistiken aufpacken. Das wäre die aktuelle Tabelle hier. Könnte man natürlich auch länger machen. Aber momentan halt noch nicht, weil interessiert ja keinen so früh in dieser Spielzeit. Aber jetzt hatten wir gerade echt Glück. Da müssen wir jetzt langsam mal aufpassen. Vielleicht sollte ich doch auf Konter gehen. Wir kriegen auf jeden Fall einen Freistoß. Vielleicht kann er sogar den ja nochmal reinhauen. Nope, kann er nicht. Weiter geht's für Dortmund. Noch 40 Minuten. Reus, von dem ist ja noch nicht so wirklich viel zu sehen. Jetzt auch nicht. Stark gemacht von Dicky. Da hat er vielleicht ein bisschen zu sehr gezögert. Jetzt einen schönen Doppelpass. Oh, Lasogga, renn. Komm, zeig, wie schnell du bist. Ja, Lasogga. Lasogga, 3-0. Wie schlecht sah denn bitte der Keeper gerade aus? Aber Lasogga, perfekt. Macht sein drittes Tor in der Saison. Das dritte Spiel in diesem. Das dritte Tor in diesem Spiel. Ich bin schon komplett durcheinander. Oh Mann, also was die Jungs jetzt gerade bei uns offensiv leisten. Mua. Wirklich. Holtby werde ich mal auswechseln. Der hat viel geackert. Wobei, ne, der kann noch 10 Minuten. Dann aber. Ich habe nämlich ein bisschen Angst, dass er sich auch verletzt. Oh, Lasogga mit einem Hattrick. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt mal Reus mit einem Freistoß. Das ist eine gute Position. Aber oh, direkt auf Adler, der das nicht gut macht. Und Bender schiebt ihn ein. Bender, Alter. Nein. Ach Mensch, Adler. Der war gar nicht mal gut getreten. Direkt auf den Keeper eigentlich. Aber Adler sieht überhaupt nicht gut aus. Keiner deckt Bender. 3-1. Ich werde mal jetzt hier wirklich auf Konter stellen. Muss ja nicht sein, dass wir jetzt in den letzten 30 Minuten nur noch Schmarrn machen. Auch wenn das schon sehr, sehr
krass wäre, wenn wir das jetzt wirklich noch aus der Hand geben würden. Aber Dortmund möchte natürlich auch wahrscheinlich drücken. Und das war nicht nett. Das war überhaupt nicht nett. Und da muss Volland eigentlich jetzt, wenn er so von hinten reingeht, die rote Karte kriegt er auch. Arslan ist verletzt. Hoffentlich nichts Schlimmes. Hat sich bisher nur, ja, einen Schlag abgeholt. Gut, ja. Alter, da kann er nicht so reingehen. Also bitte, Volland. So, Götz kommt mal rein und Arslan wird jetzt erstmal getauscht. Das ist jetzt erstmal wichtiger. Als Holtby, der noch genug Fitness hat. Der Doppelwechsel wäre jetzt erstmal wichtiger. So, Dortmund in der Unterzahl. Das war aber auch saublöd von Volland. Das darf man nicht machen. Aber gut für uns. Green. Oh, schön auf Lasogga. Und der macht das vierte Ding. Der macht das vierte Ding. Und der schießt der Weidenfeller fast schon wieder ins eigene Tor mit rein. Krass gut. Einfach nur richtig gut. Gigliarci, dann Green und der wieder mit dem Zuckerpass auf Lasogga und piu. Richtig, richtig, richtig stark. Ah, das ist schön, das ist richtig schön. So, wir werden hier noch kurz tauschen. Matti Steinmann kommt rein für Lewis Holtby. Und dann haben wir schon wieder ein paar aus der zweiten, ein paar Junge eingesetzt. Aber was wir hier spielen, das ist grandios. Trotz ein Gegentor, vielleicht jetzt noch das zweite, bitte nicht. Reus. Gute Flanke auf Mkhitaryan und Westermann, ja, humorlos raus. Und das war nicht gut gemacht. Und Lasogga, er hat halt, er hat's gerochen, Lasogga. Oh, und dann will er ihn chippen. Und macht nicht sein fünftes Tor. Ei, ei, ei. Unfassbar. Unfassbar. Ich kann es nicht glauben. Lasogga, ey. Nur geil. Wir gewinnen 4 zu 1 zu Hause gegen Dortmund. Und Lasogga, perfekt. Das war ein super Sieg für uns. Das war richtig stark, Jungs. Und Lasogga kriegt natürlich ein extra Lob. Anders geht's gar nicht. Boah. Also so eine gute Offensivleistung. Ich spiele den FM jetzt schon seit 2012 sehr, sehr oft. Also beim 13er habe ich sehr viele Spielstunden. Beim 14er hatte ich, glaube ich, über 350 Spielstunden. Aber sowas habe ich echt lange nicht gesehen. Unfassbar. Ich kann es nicht glauben, ich bin sprachlos, ja, sage ich auch bei dem Kollegen. Wir haben halt Dortmund fast so rein statistisch gesehen dominiert. Ja, also die relevanten Stats sind alle bei uns. Nur der Ballbesitz halt nicht. Aber sonst bessere Passgenauigkeit. Ja, Zweikämpfe hat Dortmund mehr gewonnen, hat denen aber nichts genützt. Und die rote Karte, das war natürlich dämlich. Boah. Das ist geil. Und ich glaube, das ist auch ein super Abschluss für diese Folge. Schauen wir mal, was hier so passiert ist. Stuttgart gewinnt gegen Mainz. Bayern gewinnt gegen Leverkusen 2 zu 1. 5 zu 0 bei Gladbach gegen Hertha. Ach, die haben sich Jonathan Soriano geholt. Zwei Tore hat er schon gemacht. Augsburg gewinnt 2 zu 1 gegen Wolfsburg, unseren nächsten Gegner. 4-2 bei Schalke gegen Hannover und dann natürlich unser Spiel. 5, Alter, boah, das war sicher jetzt. Autsch! Gegen den Aufsteiger Paderborn verliert Bremen 5 zu 0. Boah. Freiburg, Frankfurt übrigens 2 zu 2 und Hoffenheim, Köln 0 zu 0. Köln, die sammeln irgendwie die Unentschieden und die zu 0 Unentschieden. Aber boah, zweimal 5 zu 0 und dann noch unser Spiel. Also hier fielen ja die Tore en masse, das ist ja unfassbar. Hier wollte ich mal schauen. Ja, da hat Dortmund 2 zu 0 gewonnen. Schmelzer, okay. Bayern, Schalke. Aber jetzt hier nicht irgendwie was Überraschendes wie eben. 5-0. Mensch, also Bremen hat eine schwere Saison vor sich. Wir, ganz ehrlich, also das ist ein klasse Saisonstart. Also viel besser natürlich als in echt. Wir haben jetzt 12 Tore gemacht. Sind damit gleich gut wie Bayern und Schalke. Das ist. Oh, Zucker. Ja gut, das hier nicht. Aber die meisten Assists, 4 Green und 4 Van der Vaart.
Rotenfs 5 Tore, ja, Lasogga hat jetzt 4. Und hier alle HSV-Spieler, also ich kann es ja nicht glauben, wie gut es läuft. Und hier, ja gut, hier sind wir auch top, das will ich aber leider nicht. Also ganz ehrlich, ich hätte echt nicht gedacht, dass es bei uns so gut läuft am Anfang. Es werden wahrscheinlich noch schwerere Zeiten kommen, aber der Start, das hätte ich mir nicht erträumen lassen können. Und da sogar, klar, der nur stark, nur stark. Was sagen wir denn so Schönes? Ganz ehrlich, das kann Lasogga und er ist ein super Spieler, sagen wir auch so. Ein unglaublicher Sieg für unser Team und klar bin ich sehr glücklich. Das war einfach grandios. Und ja, hier, ich habe es eben noch im Spiel angesprochen, Berami ist halt einfach der wichtigste Spieler, glaube ich, bei uns, weil er halt einfach fightet ohne Ende und ganz ehrlich, der Typ ist super. Den habe ich so gern. Der, wunderbar. Ist natürlich ein bisschen scheiße, dass er so viele Gelbe hat, aber ganz ehrlich, so gut wie er spielt, dann nehme ich das gerne in Kauf, dass er dann mal ein, zwei Spiele ausfallen wird. Ist halt jetzt noch eine gelbe Karte von einem Matchbann, also von einer Spielsperre entfernt. Aber fuck. Der kann aber auch echt voll viel spielen, sehe ich hier gerade. Wusste ich gar nicht, dass er links und rechts außen noch spielen kann. Also, wow. Auch hat ja auch sehr ausgeglichene Stats. Also ich bin unglaublich zufrieden gerade. Also, boah, die Ausbeute nach, ich glaube, 6 Spieltagen, ja, ist einfach super. Die ist einfach super. Die Tabelle lässt sich sehr schön lesen. Unten hängen Frankfurt und Hertha sowie Freiburg drinne. Hertha hat mittlerweile jetzt endlich mal einen Sieg gelandet. Bremen 5-0, Alter. Und dafür, dass er halt 5-0 verloren hat, steht Paderborn gar nicht mal so gut da. Das sind halt Tabellennachbarn. Dortmund 2 runter auf Platz 9, wir halt auf Platz 5. Unser nächster Gegner ist Wolfsburg auf Platz 7 und in der nächsten Folge wird es dann wahrscheinlich auch das Spiel gegen Augsburg geben. Also zwei Top-Spiele. Bin mal gespannt, wie es da so läuft. Heute lief's. Ja, gut, Köln war nicht so stark, aber das Ding gegen Dortmund entschädigt alles. Wunderbar gespielt. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr auch. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst bitte unten rechts ein Like da. Das würde mich sehr motivieren, sehr freuen. Vor allem hilft es mir ein bisschen, ja, mit diesem zweiten Kanal hochzukommen, weil, ja, das wäre richtig nice. Also, so wie ein HSV-Sieg gegen Dortmund. Wir sehen uns bei der nächsten Folge nee, Mittwoch ist es. Folgen kommen nämlich einmal am Mittwoch und Samstag, weil einige das auch gefragt haben, damit ihr nochmal Bescheid wisst. Ansonsten, ja, bis zum Mittwoch. Tschüss.